danke, 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 danke für alle, die schon um 0 Uhr, das ist so eine Tradition bei uns, einem gratulieren. Also, wir haben 40 Jahre Star Wars gefeiert und jetzt feiern wir meinen Geburtstag, ist nett. Diesmal kann man ihn nicht so feiern wie sonst, weil es muss gearbeitet werden, weil ziemlich viele Aufträge zu machen sind. Also, es gibt mal so einen Tag, wo man seinen eigenen Tag dann hinten dran hängen muss. Also am 19.06. ist immer Happy Birthday und das wird heute ein Special-Video. Erstmal bedanke ich mich bei Star Wars vor 40 Jahren, wie der Film ins Kino. Im Mai war ich da noch 17, dann fragte ich mich wirklich 16, 18, was ist denn da drin mit 17? War ein bisschen komisch. Ne? Also man war halt in Star Wars mit 17. Genau 4 Wochen später war man 18, ist man 18, könnt ihr also ausrechnen, wie alt ich heute bin. 40 Jahre feiern wir Star Wars, 40 Jahre feiere ich auch Star Wars, weil ich hätte das große Glück, 30 Jahre für Star Wars bzw. für die Firma LucasArts zu arbeiten, Promotion Deutsche und hin und wieder auch mal in so ein Kostüm springen. Und somit waren das bis 2007 eine schöne Sache, von 2007 bis 2017 ist es halt nur Hobby und lustigerweise fragen heute die Kinder, warum hat der Onkel so viele Star Wars Figuren? Also der Einzelhandel stirbt leider und deswegen wird das da wohl nicht mehr so, ne, ist Kulisse, wenn einer. Wie gesagt, jeder, der mit seinem Ausweis kommt, am 19.06. Geburtstag haben sollte, bekommt 25%, wenn er Star Wars Fan ist, 25% auf alle Figuren. Und der Tag ist immer ein Ehrentag, an sich ist der Tag immer zu. Ja, dann war ich immer, die ersten Jahre werde ich nie vergessen, da musste ich immer bringen. Ja, da musste ich, also hatte, jeder hat ein Geschenk bekommen, der vorbeigekommen ist. War eine merkwürdige Tradition, dass man jemandem da was gegeben hat. Ja, meistens waren es Matchbox-Autos. Ja, es waren Matchbox-Autos, die da verteilt wurden und so weiter. Wir waren dann immer ein Spielwarenfachhaus hier. Mitschreibt waren. Das war früher so, wer hat, der gibt. Und war eine schöne Geste und diese Geste finde ich auch super und deswegen gebe ich euch heute auch mal so ein Video. Wie gesagt, die Tür ist auf, deswegen hört ihr ein bisschen Lärm. Die Ventilatoren muss ich auch gleich anmachen, denn wir haben schon 26 Grad und wir haben 9.30 Uhr. Die ersten Kunden waren auch schon da und wie gesagt, ich muss einen Wahnsinnsauftrag hier diese Woche erledigen noch. Und diese Aufträge sind immerhin Ist-Zeit. Das heißt also, wenn mir einer 4 Stunden gibt, arbeite ich 5 Stunden dran, ne, bis das drin ist, bis es eingelegt und so weiter. Wir machen ja noch die alten Sachen. Wir überspielen ja, also wir machen aus analog, machen wir digital. Das ist also unsere Primärarbeit hier, wisst ihr ja, Film, Foto und so weiter. Cosplay und Figuren ist halt sekundär. Und dieses Video habe ich mir deswegen ausgedacht, weil heute Ware kommt und da sind auch gewisse Sachen bei, die gewisse Kunden haben wollten. Ja, auch Facebook-Freunde, ihr seid auch Kunde, wir sind Freunde, aber trotzdem, meine Kunden sind schon Freunde, ist klar. Und dann gucken wir mal, wie gesagt, ist ein heutiger besonderer Tag, da können wir mal drüber sprechen, 25% Rabatt zu geben, obwohl online bestellt, online ist dann egal, mache ich halt ein Geschenk auf irgendeine Art daraus. Hauptsache einer freut sich, dass er das bekommen hat, was er da gerne haben möchte. So richtig versprechen kann ich es aber nicht, deswegen mache ich es öffentlich. Ich kann nichts versprechen, weil auch ich nur ein Mensch bin und nach Bedarf arbeite. Und der Bedarf muss auch gedeckt werden. Also wie gesagt, der heutige Tag ist mir total egal. Ich will natürlich hoffen, dass die Macht mit mir ist, dass die Macht da ist, positiv da ist, dass heute irgendwie was Positives noch generiert wird, dass ich heute wirklich positiv überrascht werde. Wie gesagt, positiv. Ne? Wie gesagt, der Auftrag läuft. Kann sein, dass der Kunde den Auftrag heute Abend dann schon abholen kann. Kann ich aber auch nicht versprechen. Ich arbeite dran, wir haben ja jetzt erstmal 9:45 Uhr. Ja, also wie gesagt, heute müssen wir wieder vertrauen mit der Uhrzeit. Zwischendurch wird ja wieder ab, dann mache ich ja wieder an. Und ich bedanke mich, also auf diesem Weg bedanke ich mich total recht herzlich
für die Superkulisse die Nacht war kurz, musste die Elektronik ausmachen, weil ich wollte doch schlafen. Und ist halt so. Dadurch war ich so wach, dass ich um 3 Uhr schon mal gefrühstückt habe. Dann nochmal um 6. Und dann wollen wir mal schauen. Da habe ich auch direkt so einen Traum gehabt. Ich wollte hier unbedingt so ein Plunderteilchen haben, ein gewisses. War jetzt bei der Firma Dübbe, mache ich mal ein bisschen Werbung. Muss ich was anderes nehmen. Egal. Heute ist mein Ehrentag, 19.06. Ab sofort, ab 2018, ist der 19.06. dann immer geschlossen, weil dann mache ich mir wirklich persönlich einen schönen Tag. Ne? Heute gucke ich mir sowieso wieder Star Wars an, das mache ich immer. Traditionsbewusst, 40 Jahre. Ich freue mich schon wirklich, wenn in 10 Jahren wir 50 Jahre feiern, 50 Jahre Star Wars feiern und ich dann halt meinen Geburtstag auch. Morgen, Grüße! Ich kann nicht alle nennen, aber Dankeschön, wirklich Dankeschön an alle. Vom Rupert, vom Benny, vom Zink Thorsten, Wolfgang Heinz, Martin Binias, Gabi Wilderoff Grimm, Timo Giesmann, Cameron Träumer, Thomas Dommerdich, Andy Lange, meine lieben Freunde, wie gesagt, von 0:01 hat die Elektronik gepiept. Also das macht schon Spaß, nach so vielen Jahren ist klar, 40 Jahre mit Star Wars verbunden, 30 Jahre für Star Wars gearbeitet und keine Ahnung, wie viele Jahre man hier diesen Spaß. Für mich ist es persönlich ein Spaß, Facebook ist ein Spaß und ich bedanke mich jetzt wirklich gleich, ich tippe und bedanke mich aber auch elektronisch, bedanke mich wirklich bei allen, ich kann nicht alle aufzählen, vielleicht mache ich das noch. Also an Martin wirklich danke, weil wir haben lange Zeit auch bei Seven Load Filme gemacht und so weiter und ich kann mich noch wunderbar an den einen Film erinnern, der auch bei RTL dann gelaufen war und wir uns dann in Köln getroffen, alle Mann getroffen und da war noch eine riesen Herzlichkeit, wir haben da Dreharbeiten gehabt und so, war eine schöne Geschichte, lange ist her. So, jetzt muss ich wieder unterbrechen. Morgen! Versuche weiterhin nochmal Danke zu sagen, denn das ist zum ersten Mal ein Geburtstag, der nur noch elektronisch vonstatten. Und deswegen bedanke ich mich total und recht herzlich, dass es elektronisch war. An alle, die elektronisch gratuliert haben. Ich habe gerade noch ein bisschen Zeit, Danke zu sagen. Danke zu sagen, das war also richtig. Was los? Also Uschi Peter Müller. Kai Deilrich, Wolfgang Heinz, Thomas Liegebach, Timo Giesmann, Malcolm Macbetham Through, Heike Koch, Adelheid Wersch, Attikai, Conception, Phil Deilrichs und alle weiteren werden jetzt als Dankeschön nochmal, weil ich ja diesen Videoclip, wie gesagt, machen wollte. Ich wollte einen sehr witzigen machen, hoffentlich funktioniert, dass er witzig wird. Ich warte ja auch noch auf Ware, die ich präsentieren wollte. Also, einige hatte ich schon genannt. Thomas Meyer, Achim Meurer, Andy Lange, Timo Söll, Gabi Wolbrich Grimm, Martin Binias Logisch, Thomas Dommrich, Rainer Hildebrand, Nina Rammershofen. Ja, Nina Rammershofen hatte ja selber Geburtstag und da wurden auch digitale Sachen gemacht für Nina Rammershofen, Schauspielerin und hat auch eine eigene Sendung über Pferde aufgesattelt. Ist also eine tolle Geschichte, die da, wie gesagt, sie halt auch Geburtstag hatte, 3 Tage davor. Recht herzlich Happy Birthday diesbezüglich auch nochmal. Dann Rai Tissi, Klaus W. Schafe, ich komme jetzt nicht ganz so weit runter. Cameron Träumer, Zinktorsten, Robert Schneider, Benny Schnier, Markus Rückschloss, Danny Riddle, Robinson, Steven Sugal, Laurent Hitt, Prinz Nikolaus, Werner Ziegler, Günther E. Also Hammer! Danke! Wie gesagt, ab sofort wird nur noch elektronisch gefeiert werden, weil real ist leider keiner mehr da. Heute hat es sich das so ergeben am 19.06.2017 als Erinnerung an Star Wars und darum auch erwogen, ein Videoclip zu machen über Happy Birthday. Ich feiere mich jetzt eben mal kurz selber
im Film gesessen mit 17, 4 Wochen später war man dann 18 und dann war man auch dort involviert, 30 Jahre lang bei Star Wars und hat dann 30 Jahre bei Star Wars da, wie gesagt, mitgewirkt und gearbeitet und alles und hat richtig viel Spaß gemacht und jetzt 10 Jahre nur so und jetzt zum ersten Mal wird man ja auch gefragt, ob man Fan ist. Der Einzelhandel so stirbt ein bisschen. Jugendliche, Junge verstehen das nicht. Okay, wir haben uns ja eh hier nur für Sammelfiguren entschieden, für Erwachsene, die das verschenken möchten und auch den Preis dafür bezahlen. So richtig auf Spielwaren haben wir uns hier nicht konzentriert, um das mal auch zu sagen. Ja, ich bedanke mich, wie gesagt, und deswegen, ne, ich bedanke mich total recht herzlich für die gesamten Geburtstagsgrüße, die von 0 Uhr und 1 Minute über Handy da gekommen waren. Wie gesagt, dadurch musste ich, also bin um 3 Uhr aufgestanden, das erste Frühstück, 6 Uhr, das zweite Frühstück und bin gar nicht müde, liegt wohl auch am Wetter, wir haben hier um die 30 Grad, wolkenfrei. Und ich werde mich jetzt auch in die Sonne setzen, um mal die Sonne zu genießen, weil das Video, ich mache also keine Live-Videos, dieses Video habe ich wunderbar für euch zusammengeschnitten, als Dankeschön, wirklich als Dankeschön, dass ihr die Gratulation, bedanke mich, das war der erste elektronische Geburtstag, rundum elektronisch, weil ab sofort nur noch elektronische Geburtstage gefeiert werden, weil leider niemand mehr da. Die Mutter ist also jetzt auch schon 8 Wochen verstorben. 8 Wochen und 6 Tage. Und also fast schon 9 Wochen verstorben. Und liegt schon seit 8 Wochen unter der Erde. Konnte also meinen Geburtstag halt auch nicht mehr. Und somit wird mein Geburtstag ab sofort im Jahre 2018 nur noch elektronisch gefeiert werden. Wer diesen Videoclip sehen sollte und meine Textur hört, es ist halt so, es hat sich so ergeben. Der ganze Morgen war hier voll. Ich habe auch eine tolle Geschichte bekommen da. Dubidu, ihr wisst, ne? Dschungelbuch, Dubidu. Und fand ich nett. Aber ich gewöhne mich dran an elektronisch, weil elektronisch macht doch Spaß. Und mit diesem elektronischen könnte ich sagen, yeah, yippie, finde ich super. Mir hat auch gerade einer Loriot. 60 Jahre, na, so alt bin ich noch nicht, aber Loriot 60 Jahre, wie er gefeiert hat, hat man mir hier gerade auch offeriert, also fand ich doch schon schön, dass mir sowas widerfährt, dass ich also einem Loriot, einer Herrn Bülow, einer Koryphäe, dass man mir das hier auch zugänglich macht als Geburtstagsofferte, also Dankeschön, muss ich einfach mal sagen. Finde ich nett. So, das war es auch schon. Sollte es jetzt hier gleich weitergehen, dann ist Ware gekommen. Wenn es nicht weitergeht, also wenn jetzt plötzlich Ende ist, dann habe ich mich bedankt bei euch allen, weil dann lohnt es sich nicht, hier weiterzumachen, weil die Ware nicht gekommen ist, die ich euch zeigen wollte. Ich hatte ja auch von Kunden Aufträge angenommen, die an sich heute erscheinen sollten und war eine Menge, also müsste der DPD-Fahrer wohl doch irgendwann mal hier anhalten und mir die Ware bringen. Ja, dann will ich hoffen, dass das auch so ist, dass er mir die Ware bringt. Ja, und dann stelle ich sie euch vor und auf dem Wege wird dann auch, ne, der Kunde angesprochen, der da unbedingt eine Figur haben wollte. Den muss ich dann aus den gesamten Gratulanten jetzt hier raussuchen, dass ich auch den richtigen anspreche, der da die Figur haben wollte. So, das ist ja nur ein Dankeschön. Danke, 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 danke. Total danke, dass ihr, wie gesagt, meinem Geburtstag sozusagen gehuldigt habt. Ich fand es toll, zum ersten Mal in meinem Leben reinweg elektronisch und deswegen auch reinweg elektronisch euch gegenüber zurück als Dankeschön. Ja. Am Ende werde ich mir sicherlich hier gleich einen Happy Birthday Clip dran klatschen, einen richtig guten, und ich werde hier in dieser Greenbox Technik
die ganze Zeit Happy Birthday einarbeiten. Also so denke ich mir gerade, während ich hier drehe. Also es waren wirklich fantastische Leute da bis 14 Uhr, wirklich von halb 10 bis 14 Uhr. Und jetzt gehe ich jetzt erstmal in die Sonne ein paar Minuten, ruhe mich ein paar Minuten aus. Ja, und mal schauen. Das Schöne an der Elektronik ist ja, dass man sofort reagieren kann. Also vorhin konnte ich sofort reagieren. Ja. Bei 906 Club-Mitgliedern mal eben sofort reagieren, das klappt natürlich nicht. Da muss ich dann zeitweise Dankeschön sagen. Einige, die jetzt zwischendurch arbeiten gehen und dann gemerkt haben, Facebook hat ja gesagt, dass ich heute Geburtstag hatte. Dadurch haben mir auch einige mir gratuliert, wie ich ja auch täglich anderen gratuliere. Auf dem Weg gratuliere ich natürlich die Nina Rammershofen auch noch einmal. Und alle anderen, die Geburtstag haben, kriegen jetzt auch, ne, Happy Birthday. Mal gucken, vielleicht mache ich da mal so einen Happy Birthday Videoclip, den man dann überall dann einfach einblendet, wenn er Geburtstag hat. Ja, warum denn nicht? Ne? Mal schauen. Fällt mir sicherlich gleich ein. Dann mache ich da ein paar Sekunden, mal gucken, wie viel. Auch so ein Happy Birthday für dich. Dankeschön, dass es dich gibt. Ne? Ja, werde ich wohl auch gleich machen. So, jetzt steige ich erstmal aus und gehe in die Sonne. Wir haben über 30 Grad und keine Wolke am Himmel. Hammer, Hammer. Da bin ich nochmal. Also wie gesagt, die Ware ist noch nicht eingetroffen, aber einige sagten, schade eigentlich. So schlimm ist es jetzt nicht, finde ich jetzt. Viele, viele Geburtstage im Leben gefeiert. Ja. Ab jetzt halt nicht mehr. Ganz viele Geburtstage real gefeiert. Ich feiere ja sozusagen Geburtstag mit euch, weil ihr seid ja auch da. Ihr seid nicht real da. Ihr könnt auch nicht real gratulieren. Und Geschenke bekomme ich dadurch auch nicht. Aber ihr seid ja das Geschenk, weil ihr ja da seid, weil ihr ja elektronisch gratuliert habt. Und mit vielen von euch war ich ja auch im realen Leben ja schon verbunden. Jetzt halt durch die Entfernung geht das halt nicht. Und wenn man eine SMS, eine MMS, eine E-Mail und so Message und WhatsApp und bekommt, das ist da auch toll, also finde ich jetzt. Ich persönlich finde es toll, ab dem Jahre 2017, ab dem 19.06.2017 nur noch elektronisch Geburtstag zu feiern. Ich habe gerade so eben Joan Carlos Mixto aus Mexiko. Ja, ich meine, ich kriege aus Mexiko mal eben Happy Birthday, hätte ich jetzt im realen Leben ja nicht gehabt. Und das ist schon was, ja. Ja, also in allen Sprachen kann man dann Thank you sagen und so weiter und Dankeschön und Videoclips. Also man kann ein bisschen lockerer Geburtstag feiern. So musste man zu Hause bei der Wärme, Einladungen und so. Ihr seht ja selber, wir haben über 30 Grad. Schon als Jugendlicher hatte ich reichlich Pech, dass da überhaupt jemand gekommen war, weil meistens waren da schon die Ferien. Früher war eh alles anders, weit über 50 Jahren war eh alles anders. Und ja. Ja, okay, einfach runter. Darf ich kurz anrufen? Ja, ja, klar. Da seht ihr mich also doch nochmal, aber es hat nicht so hingehauen, wie es hätte sein sollen. Ich bedanke mich auf diesem Weg für die Gratulierungen. Einen realen hatte ich. Und ich finde es gut, jetzt kriege ich halt nochmal eine elektronische, also es geht seit 0 Uhr schon so, aber ich komme gleich. Also danke, in der heutigen Zeit macht man ja irgendwie online Geburtstagsfeiern und so weiter. Ich muss leider bedingt durch Arbeit, ich hatte ja heute sehr, sehr viel zu tun, ich hatte sehr viele Slapsticks dazwischen. Ja. Versuch's mal mit Gemütlichkeit, genau. Dschungelbuch. Ich hatte so viel Spaß heute. Und jetzt ist Feierabend und jetzt verabschiede ich mich und bedanke mich total und recht herzlich öffentlich für die ganzen Gratulierungen, für die ganzen super schönen Sachen, die ihr euch ausgedacht hattet. Ihr habt ja wirklich tolle Sachen da wieder gemacht.
Und zum Schluss hatte ich hier noch Raum und Zeit. Gibt also für alle Star Wars Fans, Sci-Fi Fans, Science Fiction Fans und also Belesene und also auch Studierte. Da können wir mal darüber philosophieren, über freie Energien und auch, ob es das nicht schon alles gibt. Das war eine wunderbare These gerade zum Schluss. Wie gesagt, das gibt es schon alles. Die gesamte Star Wars Geschichte, außer jetzt den Lightsaber, aber die Flugapparaturen und so weiter und so fort, die durch eine sogenannte Tarntechnologie wir nicht so mitbekommen. Also es ist da irgendwie was im Gange, was wir nicht so mitbekommen oder nicht mitbekommen sollen und weil wir uns auch wirklich nicht dafür wirklich interessieren. Einige Verschwörungstheoretiker werden ja durch die sogenannten Abgase oder durch diese Partikel, die durch Flugzeuge da in nicht ins Weltall, aber in der Stratosphäre abgelassen werden. Da gab es einige Theorien, dass das, was da abgelassen wird, uns ein bisschen suggeriert, uns ein bisschen empfangbarer, ein bisschen träger macht. Ich fand es also ziemlich hochinteressant. Also zum Abschluss. Weil ich ja heute Geburtstag habe, habe ich also wie gesagt vieles mit schmunzelndem, nicht wahr? Auch Raum und Zeit. Geht mal gucken, Raum und Zeit. Und wenn da was Interessantes sein soll, werde ich es auch direkt hier einspielen. Aber es geht jetzt erstmal darum, mich zu gratulieren, Danke zu sagen, dass ihr mir gratuliert habt. Ich mir selber gratuliere öffentlich, weil das nun mal heutzutage so ist. Auch Selfies, ich mache jetzt kein Selfie, mache jetzt auch keine Live-Übertragung. Ich fühle mich nicht so wichtig. Ich bin schon wichtig genug hier im realen Leben. Ich muss jetzt nicht wichtig werden im Online-Leben. Ich habe so viele Kunden. Ich habe auch schon einen trockenen Hals. Ich habe sehr viele Maschinen hier, die abgedatet werden. Deswegen habe ich gerade gesagt, komm, solange die abgedatet werden, gehe ich on air und bedanke mich noch einmal. Und wie gesagt, bedanke mich für die Truppe Raum und Zeit. Ich bedanke mich für alle Star Wars Fans, ich bedanke mich für die normalen, auch die ganzen Models, wie auch die ganzen aus Film, Funk und Fernsehen. Danke, dass ihr, wie gesagt, mir die ganzen E-Mails, vor allen Dingen jetzt hier bei Facebook und dann die ganzen schmunzeligen Sachen, auch jetzt gerade auf dem Smartphone, WhatsApp, also wenn man in einer so hochgradigen elektronischen Welt lebt, da kann es manchmal viel werden. Es war hochgradig lustig, Punkt 0 Uhr. Ich war dann so wach, um 3 Uhr zu frühstücken, das habe ich auch noch nicht gemacht, dann um 6 Uhr nochmal gefrühstückt und dann musste man ja jetzt hier in den Laden um 12 Uhr dann halt nochmal hier was gegessen und jetzt gleich ab einer gewissen Uhrzeit mache ich meine eigene Fete, ist ja wohl klar. Die also dann auch elektronisch irgendwie endet, wird aber nicht aufgezeichnet, wird auch nicht gezeigt, das ist und bleibt. Aber ich kann euch nur eins sagen, im Jahre 2018 mache ich für den Tag zu, werde dann sicherlich irgendwie was mit Videotechnik machen, elektronisch auch, werde dann ab einer gewissen Uhrzeit dann die ganzen E-Mails und Sachen, also wenn man mich dann noch kennen sollte, 2018 werde ich das sicherlich zumachen. Vielleicht mache ich dann auch mit irgendwelchen Leuten real was, weil dann wird das wirklich mein Tag. Aber heute musste ich fertig werden. Es mussten dort Sachen gemacht werden und diesbezüglich musste ich heute on stage bleiben. Ich hatte heute also auch nicht viele Film- oder Fotokunden. Ich glaube, ich hatte nur 2 Fotokunden heute. Ich habe alles irgendwie gar nicht so mitbekommen. Das schoss alles an mir so vorbei. Weil hin und wieder hat man so viel Arbeit. Ich bin jetzt auch weit über 2 Stunden schon länger hier wie normal. Und so kann man seinen Geburtstag auch vergeuden. Ne? Nein, tue ich ja nicht. Ich lebe ja online, ich arbeite online und real bin ich ja auch online. So ist es ja nicht. Also, wer mitmachen will, Raum und Zeit.
Wer mitphilosophieren möchte über Wirklichkeit oder Unwirklichkeit, könnte sein, dass es schon alles gibt, könnte sein, dass es gewisse Raumfähren schon gibt. Es könnte sein, dass, wie gesagt, an irgendwelchen Metroiden oder so wirklich schon gearbeitet wird, um die Rohstoffe und das alles. Es kann sein, dass man wirklich schon daran arbeitet, die geheimen Sachen von der NASA, dass sie wirklich zum Mond da wollen, um da irgendwelche Schürfsachen zu machen. Vielleicht können sie den Mondstaub ja wirklich gebrauchen. Vielleicht ist da ja wirklich irgendwie Silikon drin. Ihr versteht, was ich meine. Ne? Einige Rohstoffe braucht man ja für unsere neuartige Technologie. Ihr wisst, Stargate Atlantis, Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate, ach, es gibt so viele Stargates mittlerweile, Star Trek, ne? Die ganzen Trekkies, das neue Trekkie da auf Netflix, Discovery, was weit vor, davor, vor Enterprise und so weiter. Da bei Sci-Fi läuft auch momentan Trekkies und das Ganze, bei Tele5 sowieso. Bei Walt Disney nur am Samstag, die Rebels. Müsst ihr heute gucken, ob Freemaker läuft oder was weiß ich. Ja, okay. Also wie gesagt, in der Welt der Elektronik bleiben wir zu Hause. In der Welt der Science Fiction bleiben wir auch zu Hause. Ja, ihr merkt, ich habe die Zeit jetzt gerade überbrückt. Die Ware ist nicht gekommen, die ich da zeigen wollte, weil ihr müsst halt warten. Ich mache dann ein spezielles Video nur über die Sache. Und dann könnt ihr sagen, ob ihr die haben wollt oder nicht. Da ich also nichts zu trinken habe hier, ziemlich warm ist und auch die Zeit voranrückt, mache ich jetzt Schluss. Bedanke mich nochmal total recht herzlich für die gesamten Geburtstagssachen. Und jetzt gratuliere ich mir erstmal selber mit einem wunderschönen, tollen Happy Birthday Song, der jetzt danach kommen wird. Happy, happy birthday, dear my friend. Ne? Selfie. Wir leben in einer Selfie. Ich habe mir ja jetzt gerade selber zum Geburtstag gratuliert. Genau.